Theologie der Liturgie, das bedeutet, dass Gott durch Christus in der Liturgie handelt und dass wir nur durch ihn und mit ihm handeln können, schreibt Benedikt XVI. Liturgie ist Teil des Offenbarungsgeschehens. Ich danke für die freundlichen Vorschusslorbeeren und hoffe, dass ich Sie nicht allzu sehr enttäusche. Herr Kardinal, meine Damen und Herren, Sie haben aus dem Handout schon wahrscheinlich entnommen, welche beiden Entwürfe ich hier näher betrachten möchte. Das ist einmal der von Papst Benedikt, noch als Kardinal Ratzinger, vor 11 Jahren vorgelegte Band »Der Geist der Liturgie« und das erste grundlegende Kapitel des Bandes »Theologie der Liturgie« von Kardinal Kasper. Wir haben natürlich das Problem, oder ich habe das Problem besser gesagt, dass wir eben das viel authentischer und viel besser im Original gehört haben, als ich das hier reproduzieren kann. Dennoch, denke ich, wird es reizvoll sein, noch einmal auch in Beziehung auf das, was er uns eben gesagt hatte, seinen Gesamtentwurf hier Revue passieren zu lassen. Zunächst einige grundlegende Gedanken zum Thema Liturgie und Theologie. Seit Romano Guardinis Aufsatz über die systematische Methode der Liturgiewissenschaft vor 90 Jahren im ersten Band des Maria Lacher Jahrbuchs für Liturgiewissenschaft veröffentlicht, ist das Desiderat einer Theologie der Liturgie immer wieder formuliert worden. Guardini ging es darum, die Liturgiewissenschaft aus ihrer bis dahin vornehmlich geschichtlichen Methodik herauszuführen und sie als systematische Wissenschaft zu einer Lehre vom liturgischen Gelten zu entwickeln. Gemäß dem schon in seinem epochalen Frühwerk vom Geist der Liturgie 1918 formulierten Primat des Logos vor dem Ethos steht das objektive Seinshafte im Vordergrund. Liturgie für Guardini ist Teil des Offenbarungsgeschehens. Die systematische Methode trennt er streng von der praktischen, die er als Liturgik der Pastoraltheologie zuweist, der Stand der wissenschaftlichen Methode zu jener Zeit. Von Bedeutung aber erscheint die Bemerkung Guardinis, dass die Liturgie anders als etwa die Mathematik einem Lebendigen gegenübersteht, nämlich der betenden, opfernden Kirche. Es folgt das Zitat, was Sie dort abgedruckt haben. Daher muss die Liturgie in ihrem Verfahren stets dem Grundzug alles Lebendigen Rechnung tragen. Und der besteht im Unterschied zu allem Abstrakten gerade darin, dass es nicht einlinig, einseitig, eindimensional, sondern vielseitig rund gebaut ist. Dass seine Einheit sich wesensgemäß aus Gegensätzen integriert und es daher nur mit einbefassenden Urteilen, mit einem sowohl als auch zu ergreifen ist. Dabei bleibt natürlich als logisch ungelöster Rest, wie eins und das andere zugleich sein können und was das rätselhafte Etwas sei, in dem solche Einung statthabe. Das ist eben die Konkretheit, die individuelle Lebendigkeit, von welcher die Scholastik sagt, dass die mit Begriffen arbeitende Wissenschaft sie nicht erfassen könne. Guardini war es also immer daran gelegen, die Wirklichkeit der konkreten Menschen in sein liturgietheologisches Denken zu integrieren. Er konnte die sich daraus ergebenden Spannungsmomente, wie etwa das von Objektivität und Subjektivität, aufgrund seines auf der Lehre vom Gegensatz beruhenden polaren Denkens aushalten und produktiv entfalten. Wenn heute immer wieder von der Verflachung der Gottesdienste und des Gottesdienstverständnisses infolge einer allzu simplen Gemeindetheologie geklagt wird, dann macht dies auf ein tiefer liegendes Problem aufmerksam, wie ich meine, nämlich die Unfähigkeit zu polarem Denken mit der Folge, dass man sich auf die eine oder andere Seite schlägt. Die einen suchen ihr Heil in der Verwirklichung eines Ideals monolithischer, objektiver Liturgie im Sinne eines Gesamtkunstwerks. Die anderen postulieren die völlige Liberalisierung und Subjektivierung gottesdienstlichen Handelns, frei nach Joseph Beuys, dass jeder Mensch ein Künstler sei.
Im Grunde spiegelt sich in den Extrempositionen die zentrale Frage des Paradigmas für die Wahrnehmung und Bewertung von Welt. Geht man vom Säkularisierungsparadigma aus, nachdem die Kirche auf eine gottlose Gesellschaft trifft, von der sie sich abzugrenzen hat, um ihre Identität nicht zu verlieren? Oder geht man vom Evangelisierungsparadigma aus, nachdem die Kirche mit ihrer Botschaft in Dialog mit den Kulturen einer jeden Zeit und eines jeden Raums zu treten hat? Aber wie weit darf der Dialog gehen? Sicherlich nicht bis zur Selbstaufgabe. Je nachdem, zu welcher Seite hin der Schwerpunkt verlagert wird, wird auch eine Theologie der Liturgie anders ausfallen. Das Zweite Vatikanische Konzil und seine Reform haben gewiss den Überschritt vom ersten in Richtung des zweiten Pols unternommen und dabei versucht, eine instabile Mittelposition zu wahren. Das ist in der frühen Liturgiekonstitution von 1963 noch nicht so deutlich. Daher ist diese Konstitution im Licht der späteren Dokumente wie Kirchen-, Offenbarungs- und Pastoralkonstitution zu lesen. Der Gottesdienst der Kirche ist nicht identisch mit dem literarischen Substrat der approbierten liturgischen Bücher, sondern lebendiger Vollzug. Für die sich nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil etablierende Liturgiewissenschaft bedeutete der Perspektivenwechsel von der Partitur zur Aufführung, also von den liturgischen Quellen hin zum Vollzug der Liturgie, natürlich aufgrund dieser Quellen. Es bedeutete also, eine integrative Methode zu finden, die dem Prinzip des Lebendigen gerecht wird. Nun, angeregt durch den orthodoxen Theologen Alexander Schmemann, hat sich eine liturgische Theologie entwickelt, die sich als Theologie aus der Liturgie versteht. Für sie ist die Liturgie eine primäre Quelle nicht nur der liturgischen Praxis, sondern des Glaubens. Während die liturgische Theologie also ganz aus der Liturgie heraus argumentiert in der Art eines Kommentars, wie das zum Beispiel der Kollege Messner aus Innsbruck tut, setzt die Theologie der Liturgie, also die Theologie der Liturgie, oft von einer anderen Seite an. Sie folgt Vorgaben, die nicht unbedingt oder nicht primär der Liturgie entlehnt sind. Das können dogmatische Traktate sein, eine trinitarische Theologie oder ein hermeneutischer Zugang zeitgenössischer Philosophie, wie etwa mein Bonner Kollege Josef Wohlmuth. Bei aller Unterschiedlichkeit der Ansätze ist bei den Zugängen gemeinsam, dass sie die liturgische Feier reflektierend erschließen und zugleich auf das gegenüber jeglicher Reflexion je größere Mysterium verweisen. In diesem Sinne handelt es sich in beiden Fällen um eine mystagogische Theologie, wie Arno Schilson seinerzeit bemerkte. Im Folgenden möchte ich also die schon erwähnten beiden prominenten Entwürfe einer Theologie der Liturgie vorstellen und anhand von Kriterien einer praktisch-theologischen Liturgiewissenschaft reflektieren. Zunächst also Josef Ratzinger, der Geist der Liturgie. Die im Jahre 2000 erschienene Schrift bildet den ersten Teil des 2008 erschienenen Bandes Theologie der Liturgie, die sakramentale Begründung christlicher Existenz. Der Titel Der Geist der Liturgie lehnt sich bekanntlich an das erwähnte Bändchen von Romano Guardini Vom Geist der Liturgie aus dem Jahr 1918 an, erschienen als erster Band der neuen, damals neuen Maria-Lacher-Reihe Ecclesia Orans. Wie Guardini geht es auch dem jetzigen Papst um ein tieferes Verstehen der Liturgie von innen her. In seinem Vorwort gibt er dem Wunsch Ausdruck, dass das Buch den Anstoß zu einer neuen liturgischen Bewegung, einer Bewegung zur Liturgie hin und in ihren rechten äußeren und inneren Vollzug hinein geben möge. Ich gehe jetzt zu einigen Grundgedanken, die auch in etwa der Gliederung des Buches oder des Buches entsprechen, durch und versuche auf diese Weise so wenigstens einige Kernpunkte zu markieren. Erstens zur Wesensbestimmung der christlichen Liturgie, kosmische Anbetung. Liturgie ist für Josef Ratzinger mehr als nur heiliges Spiel, wie er in deutlicher Absetzung von Guardini bemerkt. Sie ist die Wirklichkeit selbst.
Der Verfasser verweist auf den Exodus Israels aus Ägypten, dessen Ziel nicht nur die Landnahme, sondern auch und gerade der Gottesdienst in der Wüste gewesen sei. Dieser erfasst weitaus mehr als nur den Kult im eigentlichen Sinn. Zitat: Letztlich ist das Leben des Menschen selbst, der recht lebende Mensch, die wahre Anbetung Gottes. Aber das Leben wird zu wirklichem Leben nur, wenn es seine Form aus dem Blick auf Gott hin empfängt. Der Kult ist dazu da, diesen Blick zu vermitteln und so Leben zu geben, das Ehre wird für Gott. Christlicher Kult also ist Anbetung Gottes in Liturgie und Alltag. Der Kult bildet die liturgische Mitte von Recht und Ethos. Insofern die Anbetung Gottes die eigentliche Selbstbestimmung des Menschen darstellt, ist der Kult die Antizipation des endgültigen Lebens und gibt zugleich dem gegenwärtigen Leben sein Maß. Daher ist Liturgie auch nicht machbar, oder der Kult, wie Ratzinger schreibt, nicht machbar, sondern bedarf einer göttlichen Einsetzung. Mit dem Gedanken der Anbetung verbindet sich der des Opfers. Die wahre Übereignung an Gott ist in biblisch-christlicher Tradition die Vereinigung des Menschen und der Schöpfung mit Gott. Das Ziel ist, dass Gott alles in allem sei. 1. Korinther 14, 28. Damit fällt die Trennung von Kosmos und Geschichte weg. Insofern der Kosmos selbst Bewegung von einem Anfang zum Ziel ist, ist er selbst Geschichte. Der Kult muss das Moment der Heilung der verwundeten Freiheit, der Sühne, der Reinigung und der Lösung aus der Entfremdung beinhalten. Es kommt also eine neue Dimension in das Wesen des Opfers als Prozess der Verähnlichung, des Liebewerdens und des Wegs in die Freiheit hinein. Das Moment der Heilung, der Umwandlung der gebrochenen Freiheit in die durchlittene Weise des Versöhnens. Die sich hier aufdrängende Frage nach dem Moment von Kontinuität und Diskontinuität des Christentums gegenüber dem Judentum behandelt Josef Ratzinger in einem eigenen Kapitel. Das im Johannesevangelium überlieferte Wort Jesu: Reiß diesen Tempel nieder, in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufrichten, Johannes 2, 19, ist als Kreuzesprophetie und zugleich als Prophetie vom Ende des Tempels zu verstehen. Mit der Auferstehung Jesu wird der neue Tempel beginnen, der lebendige Leib Christi im Sinne der paulinischen Sicht des ekklesialen und des eucharistischen Leibes. Das Ende des Tempels, das auch im Motiv vom Zerreißen des Tempelvorhangs im Augenblick des Todes Jesu angezeigt ist, ist zugleich der Beginn des neuen Kultes der Logikē Latreia, des vernunftgemäßen Gottesdienst oder des Gottesdienstes durch das Wort des Gebetes, Römer 12, 1. Auch wenn dieser Gedanke bereits im Alten Testament vorgezeichnet ist, sieht der damalige Kardinal Ratzinger ihn erst im Opfer des Logos Incarnatus, also im menschgewordenen Wort Gottes, erfüllt. Daraus zieht er einige Schlussfolgerungen. Es sei eine Verkürzung, den christlichen Gottesdienst allein aus dem Synagogengottesdienst herzuleiten, wie das zumindest in neueren liturgiegeschichtlichen Entwürfen in der Regel geschieht. Dieser Synagogengottesdienst bleibt ja, so Ratzinger, immer auf den Tempel bezogen, auch noch nach dessen Zerstörung. Der christliche Gottesdienst jedoch sieht die Zerstörung des Jerusalemer Tempels als endgültig und theologisch notwendig an, da an seine Stelle, wir haben es eben gehört, der universale Tempel des auferstandenen Christus getreten ist. Zweitens wird die Universalität eines jeden christlichen Gottesdienstes gefolgert, der nie Gottesdienst einer bestimmten Gruppe oder nur der Ortskirche sei. Von daher lässt drittens sich die paulinische Bezeichnung Logikē Latreia, also vernunftgemäßer Gottesdienst, das Logikē ist ja bekanntlich schwer zu übersetzen, diese paulinische Formel lässt sich als die angemessene Formel für den Wesensgehalt des christlichen Gottesdienstes benennen. Neuere Versuche, so Ratzinger, den Gottesdienst von der Versammlung oder formal her zu beschreiben, lehnt er als zu kurzgreifend ab. Die 4. Schlussfolgerung besagt, dass die christliche Liturgie einerseits Liturgie der erfüllten Verheißung sei, andererseits aber Liturgie der Hoffnung bleibe, insofern sie das Zeichen der Vorläufigkeit
in sich trägt. Das führt zum nächsten Punkt, die Dimension von Raum und Zeit. Die Institutionen einer Liturgie in Raum und Zeit sind dem noch nicht, also der Vorläufigkeit der christlichen Existenz zuzuordnen. Das neue Jerusalem ist eben noch nicht vom Himmel herabgekommen, auch wenn, wie der Kardinal eben sagte, unsere Kirchen das so wunderschön baulich, künstlerisch zum Ausdruck bringen, dieses neue Jerusalem. Für Ratzinger ist nicht das zweigliedrige Schema Verheißung Erfüllung, sondern der Dreischritt Schatten, Bild, Wirklichkeit, wie er in patristischer Zeit gängig war, maßgeblich für das hier vorliegende Liturgiekonzept. Schatten, Bild, Wirklichkeit. Die mittlere Ebene sei die eigentlich liturgische, die vor allem im eucharistischen Hochgebet zur Verwirklichung kommt, das an die Stelle der Opferhandlungen des Tempels getreten sei. Den eigentlichen Kern der Eucharistiefeier bilde daher nicht das Mahl, sondern das Hineingerissenwerden in die Gleichzeitigkeit mit dem Paschamysterium Christi, in seinen Überschritt aus dem Zelt der Vergänglichkeit vor das Angesicht Gottes hin. Nach Ausführungen über den Raum, wo er detaillierte Äußerungen zur Raumgestalt der nachkonziliären Kirchen trifft, kommt die heilige Zeit zur Sprache. Die Zeit der Kirche wurde schon als ein Zwischen gekennzeichnet, eine Realität zwischen Schatten und reiner Wirklichkeit, eben die Realität des Bildes. In der alttestamentlichen Frömmigkeit spielen der Wochenrhythmus und der Rhythmus der Jahresfeste eine herausragende Rolle. Der im Dekalog theologisch begründete Wochenrhythmus wird, so Ratzinger, in der christlichen Verkündigung auf eine neue Stufe gehoben, so sehr, dass jetzt von Neuem, vom neuen Bund die Rede sein muss. Gott hatte noch einmal und neu gehandelt, um dem Bund seine universale Weite und seine endgültige Form zu geben. Zitat haben Sie auch auf dem Blatt. Das Pascha-Mysterium gibt dem Wochenrhythmus damit eine neue Gestalt. Der Auferstehungstag wird zum neuen Sabbat, auch das haben wir eben schon gehört. Er ist zugleich der Morgen des dritten Tages und vom Wochenrhythmus her ist es der erste bzw. achte Tag. In den verschiedenen Symboliken erweist sich für den Christen der Sonntag als das eigentliche Maß der Zeit, das Zeitmaß seines Lebens, denn er vereint geschichtliche Erinnerung, Schöpfungsgedenken und Theologie der Hoffnung, also die drei Zeitebenen, auf die ich nachher im Zusammenhang mit Kardinal Kaspar noch zu sprechen komme. Dann ganz kurz nur zum Thema die Künste und die Liturgie. Ich hatte das etwas ausführlicher behandeln wollen, aber ich beschränke mich hier auf zwei, wie ich denke, aber charakteristische Zitate, was für Benedikt, für Kardinal Ratzinger seiner Zeit, die Künste, also die darstellende, die bildende Kunst im Wesentlichen und die Musik bedeuten. Das Erste, aus der isolierten Subjektivität kann keine sakrale Kunst kommen. Diese setzt vielmehr das von der Kirche inwendig geformte und zum Wir geöffnete Subjekt voraus. Die Freiheit der Kunst, die es auch im enger umschriebenen Bereich der sakralen Kunst geben muss, ist nicht Beliebigkeit. Nicht? Das wäre jetzt auch Kollege Tück hat ja eben das angesprochen, nochmal ein eigener interessanter Diskurs, also hier einzusteigen, wo ist denn der eigentlich theologische Ort der Kunst? Und dann das Zweite über die Musik, und hier bezieht er sich auf die gnostizistische Krise in der alten Kirche, als man das, was an künstlerischen Formen damals schon durchaus in die Liturgie hineingefunden hatte, wieder herausdrängte und einen stark biblizistischen Ansatz wählte, dass eben nur das, was in der Bibel, also in den kanonischen Schriften steht, auch Eingang in die Liturgie nehmen dürfe. Zitat, die Rückkehr zu scheinbar kultureller Armut hat die Identität des biblischen Glaubens gerettet und gerade durch die Abwehr falscher Inkulturation die kulturelle Weite des Christentums für die Zukunft geöffnet. Soweit nur zwei charakteristische Äußerungen. Er hat ja unendlich viel gerade auch über die Kirchenmusik geschrieben. Das müssen wir hier außen vor lassen. Stattdessen als Letztes die liturgische Gestalt,
auch im Buch gleichsam so die Quintessenz aus dem, was er in den vorausgegangenen Kapiteln schon entwickelt hatte. Es geht hier im Wesentlichen um den Ritus. Der Ritus als die Gestalt der Liturgie, also das, was er zunächst einmal mehr vom Idealen her, vom Gehalt her, könnte man sagen, beschreibt, wird nun betrachtet unter dem Gesichtspunkt, was ist denn hier das Konkrete, das Wahrnehmbare, das Erkennbare. Sie haben hier gleichsam zwei Definitionen stehen. Die erste: Ritus ist für den Christen eine konkrete, zeiten- und Räume übergreifende gemeinschaftliche Gestaltung des durch den Glauben geschenkten Grundtypus von Anbetung, die ihrerseits immer die ganze Praxis des Lebens einbezieht. Ritus hat also seinen primären Ort in der Liturgie, aber nicht nur in ihr. Er drückt sich aus, in einer bestimmten Weise Theologie zu treiben, in der Form des geistlichen Lebens und in den rechtlichen Ordnungsformen des kirchlichen Lebens. Dann gibt er daraufhin einen Überblick über die verschiedenen Riten der Kirche in Ost und West. Und aus dieser Skizze der Ritenlandschaft werden Konsequenzen gezogen, die dann zu einer weiteren Präzisierung dessen führen, was Ritus für ihn bedeutet. Steht hier wieder als Zitat: Er, der Ritus, ist gestaltgewordener Ausdruck der Ekklesialität und der geschichtsüberschreitenden Gemeinschaftlichkeit des liturgischen Betens und Handelns. In ihm konkretisiert sich die Bindung der Liturgie an das lebendige Subjekt Kirche, das seinerseits durch die Bindung an die in der apostolischen Überlieferung gewachsene Form des Glaubens gekennzeichnet ist. Diese Bindung an das eine Subjekt Kirche lässt verschiedene Formgebungen zu und schließt lebendige Entwicklung ein, schließt aber ebenso Beliebigkeit aus. Dieser Grundgedanke wird dann anhand des für die Liturgiereform ja charakteristischen und federführenden Begriffs tätige Teilnahme expliziert. Dieses auch im Katechismus der katholischen Kirche bestätigte Prinzip wird nun auf seine eigentliche Bedeutung hinterfragt. Es geht um das Verständnis der Actio, also Participatio Actuosa. Diese Actio sei, so Ratzinger, gemäß den liturgischen Quellen das Hochgebet, also Participatio Actuosa, die tätige Teilnahme an einer Actio, und diese Actio ist das Hochgebet. Die wirkliche liturgische Aktion, der wahre liturgische Akt, schreibt er, ist die Oratio, das große Gebet, das den Kern der Eucharistiefeier bildet, die deswegen als Ganze von den Vätern als Oratio bezeichnet wurde. Also die Oratio eigentlich als das Grundmodell, Grundtyp dessen, was Liturgie jeweils im damaligen Verständnis war. Das Wort Opfer tritt an die Stelle der Opferhandlung. Sie ist mehr als feierliche Rede, diese Opferhandlung, ist Actio im höchsten Sinne, da sie Raum gibt für die Actio Divina, für das Handeln Gottes. Der Priester wird zur Stimme des Anderen, der nun redet und handelt. Wie aber können wir an dieser Actio teilhaben? Hier wird das inkarnatorische Moment ins Spiel gebracht. Das Ereignis von Inkarnation in Kreuz, Auferstehung und Wiederkunft ist gegenwärtig als die Form, in die Gott den Menschen in die Kooperation mit sich selbst hineinzieht. Da spielt die Annahme bitte im Hochgebet eine besondere Rolle, die nicht um die Annahme des Opfers Christi bittet, sondern dass es unser Opfer werde, also dass wir Leib Christi werden. Das finden wir in ähnlicher Weise in anderer Formulierung auch bei Kardinal Kasper, wo die Kommunionepiklese wirklich das Zentrum, zu Recht als das Zentrum eigentlich der eucharistischen Bitte angesehen wird. Damit mache einen Schnitt und komme zum zweiten großen liturgietheologischen Ansatz, oder besser gesagt Ansatz einer Theologie der Liturgie, nämlich zu Walter Kasper. Erschienen 2010 innerhalb eben der gesammelten Schriften als Band 10, die Liturgie der Kirche. Für Walter Kasper ist die Liturgie das schlagende Herz der Kirche, wie er im Vorwort schreibt. Sein Gewährsmann ist ganz stark Romano Guardini, das haben wir ja eben sehr authentisch gehört, aber auch der große Innsbrucker Liturgiewissenschaftler Josef Andreas Jungmann. Ich darf also mich als Jungmann-Enkel verstehen, weil Walter Fischer einer der bedeutenden Jungmann-Schüler war.
Das Anliegen kommt besonders im ersten grundlegenden Teil zur Sprache, wie ich schon sagte, Aspekte einer Theologie der Liturgie, Liturgie angesichts der Krise der Moderne, wo der Verfasser für eine neue liturgische Kultur plädiert. Ausgangspunkt ist, und das scheint mir ganz wichtig, die heutige Situation liturgischer Erneuerung. Diese stellt Caspar, wie schon Guardini zu seiner Zeit und später das Zweite Vatikanische Konzil, in den Zusammenhang der Gesellschaft insgesamt. Wir haben ja eben auch eine solche Analyse von ihm gehört. Es handelt sich bei der liturgischen Frage also nicht um eine kirchliche Binnenproblematik, insofern er nämlich es ihm geht um die Besinnung auf Geist und Sinn der Liturgie angesichts der Krise der Moderne in Auseinandersetzung mit dem Geist unserer Zeit. Also nicht eine Sonderwelt, aber wir haben das ja gehört, nicht sakral profan, in einer deutlichen Unterscheidung, aber nicht Scheidung. Er beginnt, und das wird uns dann auch deutlich nach dem, was wir eben hörten, ich möchte sagen folgerichtig mit der Theologie des Sabbat. Von da aus erklärt sich der Aufbau, nämlich also von seinem Ansatz her erklärt sich der Aufbau der Systematik. Der Sabbat steht für die schöpfungstheologische Begründung der Dimension der Zeit und ihrer sakramentalen Struktur. Die sakramentale Struktur der Zeit kondensiert in der Theologie und Feiergestalt des Sabbat, und das hängt ja, wie wir wissen, eng mit dem Bundesgedanken zusammen. Dem steht das heutige säkularisierte Zeitverständnis gegenüber. Wir hörten es ja etwa, dass sich äußert in der Änderung der Wochenzählung. Übrigens haben das nicht alle Länder mitgemacht. Die Italiener zum Beispiel, soweit ich weiß, beginnen nach wie vor die Woche mit dem Sonntag. Mit dem Wandel des Zeitverständnisses geht der Verlust der kosmischen Dimension in unserer Gesellschaft einher, wodurch in der Konsequenz auch der Gottesdienst, Zitat, zu einer nach menschlichen Bedürfnissen und menschlichem Gutdünken gestaltbaren, variablen und letztlich beliebigen Größe geworden sei. Und er plädiert, wie wir eben hörten, für eine neue Sonn- und Feiertagskultur, wo die Liturgie die Qualität der Unterbrechung bekommen kann, wenn sie dann entsprechend gefeiert wird. Der nächste Schritt, österliches Pascha-Mysterium. Damit kommt insbesondere die heilsgeschichtliche Dimension in den Blick, insofern eben die ganze Geschichte als Heilsgeschichte interpretiert wird. Die Kategorie des Bundes, der wiederum im Exodus-Geschehen aufgipfelt. Auch hier wird Exodus wie bei Ratzinger als Befreiung zum Gottesdienst verstanden. Das gilt für jüdische und christliche Traditionen gleichermaßen. Der neue Exodus oder das neue Pascha versteht sich als Weg in die Freiheit. Mit ihm ist die neue Schöpfung angebrochen. So verstanden wird, wie Walter Kasper sagt, die österliche Vigilfeier, also das Zentrum der liturgischen Aktionen überhaupt, zur Welterneuerungsfeier. Die liturgische Feier ist durch drei Dimensionen der Zeit konstituiert. Die Kategorie des Gedächtnisses ist die Schlüsselkategorie liturgischer Feier insgesamt. Es geht um das Gedächtnis des in Christus endgültig ergangenen Heils. Und im Moment des Gedenkens tritt auch die Zukunft in den Blick, insofern jede Eucharistiefeier als Gedächtnisfeier zugleich eschatologische Vorfeier ist, bis er wiederkommt. 1. Korinther 11, 26. Erinnerung und Vorfeier wiederum bestimmen die Gegenwart. Es handelt sich um Realgedächtnis, um objektive Vergegenwärtigung. In der Liturgie vollzieht sich das Werk der Erlösung, wie die Liturgiekonstitution Nummer 2 in Bezug auf das Gabengebet des Gründonnerstags sagt. Daher behauptet die Liturgie an zentraler Stelle das Heute, wie auch am Gründonnerstag. Das ist heute. Wie aber werden die Dimensionen Erinnerung, Vergegenwärtigung und Antizipation bewirkt? Der Gottesdienst, und das scheint mir hier ein ganz wichtiger Moment im Denken Walter Kaspers zu sein, hat eine pneumatologisch-epikletische Struktur. Subjekt des Geschehens ist der Heilige Geist. Eine wichtige Erneuerung der jüngsten Liturgiereform war die Erneuerung der Geistepiklese im Hochgebet, die ja im Canon Romanus nur sehr, sehr implizit vorhanden ist, also im klassischen römischen Hochgebet. Die Diskussion um die konsekratorische Bedeutung von Einsetzungsworten bzw. Epiklese kann heute als überholt gelten, wie Kaspar betont.
Von Bedeutung ist, dass letztlich das ganze liturgische Geschehen geistgewirkt ist. Das Geschichtsverständnis der Liturgie unterscheidet sich deutlich von mythischen und wissenschaftsgläubig modernen Konzepten. Kardinal Kaspar bezeichnet das Geschichtsverständnis der Liturgie als typologisches, das von Kontinuität und Brüchen gleichermaßen bestimmt ist. Also das hier auch polare Spannungen durchaus aushalten lassen kann. Das liegt letztlich in der geschichtlichen Schlüsselerfahrung von Kreuz und Auferstehung Christi begründet. Die kosmische Dimension dieses Geschehens stellt jede liturgische Feier, so bescheiden sie auch sein mag, in den Zusammenhang des Ganzen. Wir haben eben gehört, dass eben dieses Bewusstsein der heutigen Welt und den Christen weitgehend abhanden gekommen ist. Und das hängt mit der emanzipatorischen Freiheitsdynamik zusammen, die meint, die Welt immer wieder neu erfinden und gestalten zu können. Und damit einhergeht der Verlust einer Erinnerungskultur, der letztlich natürlich die Freiheit selbst bedroht. Und von da aus plädiert Kaspar für eine neue liturgische Kultur der Erinnerung, deren Maßstab auch für das Christentum unserer Tage durchaus das Judentum sein kann, in seiner langen Geschichte innerhalb der Diaspora-Situation. Als feiernde Menschen haben die gläubigen Juden ihre Identität durch die Wirren der Geschichte hindurch wahren können. Dann der nächste Schritt, die eschatologische Begründung, die Verherrlichung Gottes, Liturgie als Verherrlichung Gottes. Nach Raum und Zeit kommt mit der Kategorie der Verherrlichung ein spezifisch liturgischer Schlüsselbegriff zur Sprache. Gottesverehrung ist seit alters her das Mittel gegen das Verhängnis einer gestörten, von Gott und deshalb auch von sich selbst entfremdeten Welt. Die heute für viele problematisch gewordene Kategorie des Opfers meint, ursprünglich auch religionsgeschichtlich, die Wiederherstellung der ursprünglichen Ordnung. In der Religion des Volkes Israels hatten die Opfer jedoch immer eine ambivalente Stellung. Die prophetische Kult- und Opferkritik macht deutlich, dass es letztlich nicht um die Opfergabe geht, sondern um die Bekehrung der Herzen. Dies wird im vierten Gottesknechtslied des Jesaja-Buchs deutlich. Hier in diesem Zusammenhang verweist Kardinal Kaspar auch auf eine zweite wichtige alttestamentliche Linie der Opfertheologie, nämlich vom Dankopfer her, der Todah. Das war ein Opfer, das wurde im Tempel vollzogen. Es gab individuelle Todot, etwa nach einer überstandenen Krankheit, aber auch nach einer Katastrophe oder auch einer Bedrohung des ganzen Volkes, also eine kommunitäre Todah. Auch hier geht es um die Personalisierung des Opfergedankens. All diese Linien laufen in der Abendmahlstradition der neutestamentlichen Schriften zusammen. Die Abendmahlsberichte der drei ersten Evangelien und bei Paulus, das hörten wir schon, sind bereits Ergebnis liturgischer Entwicklungen. Grundmotiv ist das Opfer des Lobes. Zitat, Liturgie ist lobpreisende, danksagende Gottesverehrung, Doxologie, also Zuspruch des Lobes der Verherrlichung. Liturgie nimmt den Lobpreis bei der Feier des endzeitlichen Hochzeitsmahls vorweg. Im Anschluss daran reflektiert Kardinal Kaspar noch einmal über die Entfremdung der modernen und postmodernen Welt von der liturgischen Festfeier. Es gibt zwar eine große Zahl säkularer Liturgien, doch eignet ihnen die Melancholie der Nichterfüllung, auch das haben wir eben gehört. Auch viele Christen sind zentrale Kategorien des Gottesdienstes wie Opfer, Anbetung, Sühne fremd geworden. Es geht, so Kaspar, letztlich um die Frage nach dem rechten Verständnis von Autonomie. Wir haben eben das Stichwort gehört, theonome Autonomie wäre der Weg. Die ekklesiologische Begründung der Liturgie kristallisiert sich in den Leitworten priesterliches Volk Gottes und Gemeinschaft der Heiligen. Betont wird der Gedanke, dass die ganze Gemeinde menschliches Subjekt der Feier ist. Die Gläubigen sind nicht nur stumme Zeugen, sondern Mitopfernde, Bezug auf Lumen Gentium 10. Alle vollziehen einen liturgischen Dienst, wenn auch in unterschiedlicher Stellung. Es handelt sich um den Dienst an den beiden Tischen, in Anführungsstrichen, von Wort und Sakrament. Das Konzil hat mit der Rede von den vier Weisen der Gegenwart Christi bei der Eucharistie in Sacrosanctum Concilium, also Liturgiekonstitution Nummer 7, deutlich gemacht, dass die Gegenwart des Herrn mehrfach Gestalt annimmt, in Wort und Sakrament, in der Person des Priesters
und in der Gemeinde. Im Folgenden entwickelt der Kardinal den Gedanken der Kirche als Versammlung der Gläubigen weiter. Ausgangspunkt ist für ihn der Synagogengottesdienst, der auf die Wortgottesdienste der Kirche entscheidenden Einfluss nahm. Also Sie sehen hier einen etwas anderen Anknüpfungspunkt als bei Kardinal Ratzinger. Diese Wortgottesdienste sind nicht nur Information, sondern vor allem Kommunikation, also Mitteilung, Selbstmitteilung. Das Wort verdichtet sich dann in der Zeichenhandlung, die als sakramentale Handlung wiederum von einem Wortgeschehen begleitet und durchseelt ist. Es gibt keine magische Sakramentenhandlung, sondern das Wort ist immer das, was das Entscheidende dazu gibt. Also die Forma Sacramenti in der klassischen Terminologie. Hier liegt in der gegenwärtigen Situation eine große Aufgabe. Die Kirche muss durch das den Glauben weckende, den Glauben bestärkende Wort immer wieder neu lebendige und gelebte Versammlung der Gläubigen, Congregatio Fidelium, werden und zur Communio Sanctorum, zur Gemeinschaft der Heiligen, zubereitet werden. Dieser Entwicklungsrichtung von der Congregatio zur Communio entspricht die Doppelstruktur der Messe aus Wort und Sakrament, wobei letzteres Mittel- und Höhepunkt der Feier ist. Es geht um die Gemeinschaft der Heiligen, also um die gemeinsame Teilhabe an den Sakramenten Taufe und Eucharistie. Der eucharistische Leib Christi konstituiert den ekklesialen Leib Christi. In diesem Sinn ist die Eucharistie Höhepunkt und Quelle des kirchlichen Lebens. Damit hat, wie der Kardinal schreibt, das Konzil die altkirchliche eucharistische Ekklesiologie wieder zur Geltung gebracht. Die eine Kirche besteht in und aus Ortskirchen, die untereinander in eucharistischer Gemeinschaft stehen. Diese Gemeinschaft reicht freilich weit über die gegenwärtige hinaus. Die schon Vollendeten, die Heiligen und alle Verstorbenen gehören dazu. Auch hier ragt die Dimension der Zeit, der Zukunft hinein, die vor allem beim Gesang des Sanctus, ist dreimal heilig, auch das haben wir gehört, als Teilhabe am ewigen Lobgesang der Engel im Himmel ausdrücklich wird. Dann schließlich das Ethos der Liturgie, die geistliche Begründung. Es geht die Liturgie des Glaubens im Alltag der Welt. Dazu gehört das Verhältnis von Liturgie und Diakonie. Zwar ist die Liturgie Unterbrechung des Alltags dennoch auf vielfache Weise auf das alltägliche Leben bezogen. Der jüdische Feiertag hat auch die Funktion, den Alltag zu heiligen, das haben wir gehört. Gottes und Nächstenliebe sind nicht voneinander zu trennen. Das kommt, wie wir wissen, auf vielfältige Weise im Neuen Testament zum Ausdruck. Und der Kardinal hat das eben auch schon genannte Wort geprägt. Wir können das eucharistische Brot nicht teilen, ohne auch das tägliche Brot zu teilen. Auch sind für Kardinal Kasper die vom Wortbegriff Liturgie her, kann man die Liturgie nicht auf die gottesdienstlichen Vollzüge im engeren Sinne beschränken, sondern es geht auch hier um die Logikae Latreia, um den vernunftgemäßen Gottesdienst und ein Leben, das ganz eben aus dem Geist der Liturgie, aus dem Geist des Wortes Gottes heraus entfaltet ist. Hier kommt dann auch wieder der Gedanke der Prüfung, auch der Zusammenhang mit Buße zum Ausdruck. Um wieder zu einer neuen Aneinanderfügung, einer Annäherung von Liturgie und Leben zu gelangen. Ein letzter Gedanke schließt sich an über die Liturgie und Mission, was sich vom Abschluss der Messe, dem Entlassungsruf Ite Missa est, nahelegt. Der Ruf bringt zum Ausdruck, dass die Kirche in ihrer Natur dynamisch ist. Der missionarische Charakter der Liturgie erfordert ständige Inkulturation. Es geht um das Verstehen von Wort und Zeichen. Daher hat sich die Kirche immer wieder den kulturellen Gegebenheiten angepasst, was, so Kasper, im inkarnatorischen Wesen der Kirche begründet sei. Ich möchte jetzt mit Blick auf die Uhr einige wenige Anmerkungen machen aus der Sicht einer praktisch-theologischen Liturgiewissenschaft, also noch einmal die beiden Ansätze ein wenig vergleichen und abschließend noch einige grundsätzliche Gedanken anfügen. Beiden Konzepten gemeinsam ist die Sorge um eine angemessene Feierliturgie, deren gegenwärtige Vollzugsgestalt als weitgehend defizitär angesehen wird. Es geht also beiden um eine theologische Grundorientierung.
Es kann nicht verwundern, dass es große Schnittmengen gibt. Doch zeigen sich auch signifikante Unterschiede, die zweifellos mit dem je eigenen, originären, systematischen Ansatz zusammenhängen und sich teilweise komplementär, in Einzelzügen aber auch kontradiktorisch zueinander verhalten. Beide setzen nicht, etwa im Unterschied zu manchem liturgiewissenschaftlichen Entwurf einer Theologie der Liturgie, bei der Versammlung der Gläubigen an, sondern kosmisch bzw. schöpfungstheologisch. Für Ratzinger ist die Liturgie kosmische Anbetung Gottes, die sich in Liturgie und Alltag konkretisiert. Sein Ansatz ist überzeitlich eschatologisch. Liturgie als Kult ist Teilnahme an der himmlischen Liturgie. Kasper wählt dagegen einen stärker anthropologischen Ansatz. Bei der Theologie des Sabbats geht es zunächst um die schöpfungstheologische Begründung der Zeit, ergänzt durch Bundestheologie. Die Heiligung des Sabbats aber dient letztlich dem Menschen. Der Sabbat ist für den Menschen da. Damit rückt die Liturgie von Anfang an als raumzeitliches Geschehen in den Blick. Dies erfolgt bei Ratzinger erst in zweiter Linie. Er betont deshalb vom Pascha-Mysterium her das Moment der Diskontinuität gegenüber jüdischer Sabbattheologie und in Bezug auf die Rede vom Neuen Bund. Kasper unterstreicht in seinem Kapitel über das Pascha-Mysterium bei aller Wahrnehmung der Unterschiede aber doch die heilsgeschichtliche Kontinuität. Er entwickelt die eschatologische Dimension aus der dreifachen Zeitstruktur der Feier selbst, die in der epikletisch-pneumatologischen Dimension zum Tragen kommt. Während Ratzinger vom Eschaton, also von der Vollendung her denkt, gegenüber dem sich die Kirche nur in Anbetung verhalten kann, denkt Kasper stärker anamnetisch. Aus der Anamnese erwächst die Epiklese, die Vorfeier des Kommenden. Diese hat aber im Jetzt ein reales Fundament. Der Unterschied der Geschichtstheologien wird deutlich, wenn man Ratzingers Dreischritt von Schattenbild Wirklichkeit, das er dem Verheißungserfüllungsschema gegenüberstellt, mit dem typologischen Verständnis Kaspers vergleicht. Die Liturgie steht immer in der Mitte von Gedächtnis, Erinnerung und Vollendung, Erwartung. Die Frage ist aber, wie die liturgische Feier in der Gegenwart sich zu den Polen Vergangenheit und Zukunft verhält. Das typologische Geschichtsmodell Kaspers ermöglicht, die Spannung nach beiden Seiten aufrechtzuerhalten. Dabei gewinnt die gegenwärtige Feier an Realitätsgehalt im Sinne präsentischer Eschatologie, wird Welterneuerungsfeier. Wenn man die unterschiedlichen Sichtweisen auf eine allerdings sehr mit Vorsicht zu genießende Formel bringen will, so könnte man sagen, Ratzinger denkt stärker epiphanisch-christologisch, Kasper stärker inkarnatorisch-pneumatologisch. Dies kommt vor allem im Zusammenhang mit der Ekklesiologie zum Ausdruck. Bei Ratzinger wurde kritisch angemerkt, dass das Verhältnis von Anbetung und Gemeinschaft nicht austariert sei. Die Vorordnung der Universalkirche führt innerhalb des Paradigmas der Anbetung dazu, dass zwischen Individuum und eschatologischer Communio Sanctorum die kirchliche Gemeinschaft als theologische Größe nicht in Erscheinung tritt. Kasper hingegen setzt bei der eucharistischen Ekklesiologie an, nach der die Kirche als eucharistische Communio auferbaut wird. Zu Recht verweist er hier auf die zentrale Bedeutung, wie ich schon sagte, der Kommunion-Epiklese im Eucharistiegebet. Dementsprechend tritt nicht nur der Priester in den Blick, sondern die ganze Gemeinde in ihrer Differenzierung in unterschiedliche Dienste und Ämter. Und damit kann Kaspar auch der Liturgie als heiligem Spiel etwas abgewinnen. Eine weitere wichtige Beobachtung am Entwurf Kardinal Kaspers ist, dass eine von Hans-Bernhard Meyer eingeführte Unterscheidung für ihn zumindest implizit von Bedeutung ist, nämlich die zwischen Materialgestalt und Sinngestalt. Die Materialgestalt ist die gesamte Versammlung, zu der eben wesentlich auch das eucharistische Mahl gehört. Die Sinngestalt, das eucharistische Hochgebet als Opfer des Lobes und Dankes. Das wird im Kapitel über die Doxologie ausgeführt. Die alttestamentlichen Linien vom personifizierten Opferverständnis auf der Linie der prophetischen Opfer- und Kultkritik sowie vom Dankopfermahl der Todah laufen hier zusammen. Liturgie ist lobpreisende, danksagende Gottesverehrung. Aus dieser Zusammenschau der Material- und Sinngestalt ergibt sich organisch die aus der Liturgie erwachsende ethische Dimension. Wir können das eucharistische Brot nicht teilen, ohne auch das tägliche Brot zu teilen. Das ergibt sich aus seinem schöpfungs- und inkarnationstheologischen Ansatz.
Beide Autoren beziehen sich, wie ich sagte, auf das paulinische Wort der Logikae Latreia, des vernunftgemäßen Gottesdienstes. Ratzinger schreibt dazu an anderer Stelle: Gottesdienst bedeutet, dass wir selbst logoshaft werden, uns der schöpferischen Vernunft eingestalten. Welche Rückwirkung aber hat das wiederum auf den Gottesdienst? Er bedarf nach Kasper der ständigen Inkulturation, die freilich nicht zu einer Verfremdung führen darf. Bei Ratzinger kommt unter dem Stichwort liturgische Gestalt nur der Ritus in den Blick als Gestalt gewordener Ausdruck der Ekklesialität und der geschichtsüberschreitenden Gemeinschaftlichkeit des liturgischen Betens und Handelns. So kennt auch eher Entwicklung und verschiedene Formgebungen, nicht aber eigentlich Gestaltung. Tätige Teilnahme ist daher primär die hörende Teilnahme an der zentralen Actio, dem vom Priester vollzogenen Hochgebet. Beiden Autoren geht es, sagt es mehrmals, um eine Erneuerung der Liturgie von innen. Dazu legen sie einen großen theologischen Entwurf vor. Bei Ratzinger bleibt die konkrete Erscheinungsform der Liturgie aber weitgehend ausgespart, da sie sich letztlich auf das reduziert, was in der tridentinischen Sicht das Notwendige ist, die Actio des Priesters. Wenn die systematische Liturgiewissenschaft als Lehre vom liturgischen Gelten bezeichnet wurde, Guardini, so müsste aber nicht die Reduktion, sondern die durch die liturgische Bewegung und die Liturgiereform freigelegte Entfaltung Grundlage liturgietheologischer Reflexion sein. Also nicht die Stillmesse, sondern das Hochamt. Hier geht Kasper aufgrund seines anderen Ansatzes viel weiter, auch indem er auf die Vielzahl anderer Gottesdienstformen neben der Messe hinweist. Dennoch muss man aus der Sicht einer praktisch-theologischen Liturgiewissenschaft an beide Ansätze einige Anfragen stellen. Es geht den Autoren ja um die Vermittlung der Reichtümer der liturgischen Tradition der Kirche an die Menschen unserer Zeit. Diese kann aber gemäß Guardinis Konzept liturgischer Bildung nicht einfach nur durch eine kognitive Unterweisung gelingen. Vielmehr spielt das Moment der Erfahrung eine zentrale Rolle, zu der Emotionalität und Leiblichkeit gehören. Unter diesem Aspekt sind manche der von beiden Autoren beklagten Missbräuche in der Praxis als misslungene, aber doch als ehrlich gemeinte Versuche von Inkulturation zu bewerten. An diesem Punkt muss liturgische Bildung ansetzen. Dies hat jedoch zur Prämisse, dass die Subjektivität nicht als etwas per se Liturgiefernes, sondern im Gegenteil als wesentlich zum liturgischen Akt zugehörig angesehen wird, freilich entsprechend gebildet und ausgerichtet auf das Ganze. Das war ja der Ansatz der liturgischen Bildung von Guardini. Die ästhetische Gestalt der Kirche ist immer konkret und das bedeutet vielfältig und manchmal auch widersprüchlich. Wichtig ist, dass Kriterien bereitstehen, um die Angemessenheit für die Liturgie beurteilen zu können. Diese werden einerseits von der Kirche vorgegeben, soweit es sich um Fragen des angemessenen Glaubensausdrucks handelt. Andererseits aber müssen zusätzliche Kriterien gefunden werden, um die Angemessenheit der ästhetischen Gestalt der Liturgie für den Menschen zu beurteilen. Mit einem Wort, die Menschenfähigkeit der Liturgie. Hier ist, wie ich meine, der theologische Ort der Künste, insbesondere der Künste unserer Zeit im Gegenüber zur Kirche. Über das Verhältnis beider Größen, Kunst und Kirche, ist in den vergangenen Jahren viel nachgedacht worden. Seit Paul im VI. Sagen die Päpste immer wieder, die Kirche braucht die Künste, aber an der Frage, welche Kunst, scheiden sich die Geister. Die einen wollen ausschließlich eine christliche Kunst, die anderen fordern die sogenannte autonome Kunst. Dass Autonomie immer relativ ist, das wissen auch die Künstler am besten, hat sich auch inzwischen auch in der Theologie herumgesprochen. Kardinal Kasper spricht zu Recht von theonomer Autonomie. Hier gibt es aber in der sogenannten säkularen Kunst aller Sparten eine erstaunliche Schnittmenge, die fruchtbar zu machen wäre. Dabei wäre allerdings die Frage zu klären, ob nur das Wohlgefällige, Anziehende und Reizvolle schön ist oder ob nicht manches, was Ausdruck der unversöhnten Welt ist, ebenfalls in diesen Zusammenhang gehört. Das angeblich Schöne kann unwahr und das angeblich Hässliche Ausdruck des Splendor Veritatis, des Glanzes der Wahrheit sein. Eine Kirche, die das Zeichen des Kreuzes als zentrales Symbol hat und das Bild des Gekreuzigten als einziges Bild im Gottesdienstraum vorschreibt, diese Kirche befindet sich von ihrem inneren Selbstverständnis her in einer höchst ambivalenten Situation.
Zur Wahrhaftigkeit der Zeichen gehört auch die Bereitschaft zu heilsamer Verunsicherung. Damit komme ich zur Schlussbemerkung. Theologie der Liturgie. Das bedeutet, dass Gott durch Christus in der Liturgie handelt und dass wir nur durch ihn und mit ihm handeln können, schreibt Benedikt XVI. Damit ist das Das der Liturgie theologisch prägnant definiert. Aber wie steht es mit dem Wie? Romano Guardini fragte im Jahr 1964 angesichts der anstehenden Liturgiereform, in welcher Weise die heiligen Geheimnisse zu feiern seien, damit dieser heutige Mensch mit seiner Wahrheit in ihnen stehen könne. Der Liturgiewissenschaftler Andreas Odenthal hat die hier zum Ausdruck gebrachte Spannung zwischen objektiv und subjektiv in seiner Tübinger Antrittsvorlesung symboltheoretisch reflektiert. Er bezog sich auf die Feiern der Exequien Papst Johannes Paul II. Und der Einführung Papst Benedikt XVI. Und ihrer breiten gesellschaftlichen Rezeption im Spannungsverhältnis von Religiosität und Christianität. Der Religiosität, also der des allgemeinen religiösen Empfindens, entspricht hier die grundlegende Ritualfähigkeit des Menschen, der Christianität die Liturgiefähigkeit, also ein Mensch, der schon in das christliche Vokabular, in den christlichen Geist eingeführt ist. Für die theologische Reflexion, so Odenthal, kristallisieren sich zwei Pole eines Spannungsbogens heraus, eine allgemein menschliche Ritualität einerseits, das christliche Ritual in seiner Gewordenheit andererseits. Zugleich ist damit gesagt, dass die Liturgiewissenschaft als theologische Disziplin einerseits Bedingungen und Möglichkeiten rituellen Handelns des Menschen zu bedenken hat, andererseits aber immer die Frage nach der christlichen Kontur zu beantworten hat, will sie die christlichen Rituale nicht zu beliebigen Sonderformen des allgemein Menschlichen verkommen lassen, ohne eine Verbindung zwischen beiden aufzugeben. Damit sind notwendig systematisch theologische Fragungen erreicht, so etwa die nach der Zuordnung von Lebenserfahrung und Glaubenstradition. Es gibt also noch viel zu tun. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.